Ja, es ist Samstagabend Zeit für ein ganz besonderes Fellner Live-Spezial. Heute geht es einmal nicht um Politik, heute geht es nicht um Klima, heute geht es nicht um wahnsinnige Trainsurfer oder sonstige Absurditäten einer politischen Woche. Heute geht es einfach um die Schönheit. Oder auch, man könnte sagen, um den Irrsinn der Schönheit, sprich um die Schönheitsoperationen. Und dazu bei mir im Studio Arthur Worsek. Hallo Arthur. Wolfgang, servus. Willkommen, dass du hier bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst für ein längeres Gespräch, denn du bist ja seit neuestem Buchautor, ja. Literat könnte man sagen, wahrscheinlich schon demnächst Bestsellerautor, denn das Buch ist super, ich kann es nur jedem empfehlen. Deine Nase kann nichts dafür, heißt es. Und Arthur Worsek hat seine Erlebnisse als Schönheitschirurg aufgeschrieben. Er ist der prominenteste Schönheitschirurg im Land. Wie viele Schönheits-OPs hast du schon durchgeführt, Arthur? Ja, 15.000, 20.000, 25.000. Ich zähle schon lange nicht. 15.000 bis 20.000 ja. Schönheits-OPs hast du persönlich durchgeführt. Ja. Wie viel sind das am Tag, bitte? Im Jahr ungefähr 1.500, 2.000. Ich mache seit 20, 25 Jahren. Das heißt, es sind 5 am Tag, wenn du gelegentlich ein freies Wochenende haben solltest, was du selten hast. Es sind sehr viele. Aber 5 Schönheits-OPs am Tag, das heißt, 5 Frauen machst du schöner pro Tag oder auch nicht, aber darüber werden wir jetzt reden. Genau, du hast im Vorwort dieses Buches geschrieben, du hättest das eigentlich gar nicht schreiben wollen und wenn, dann erst am Ende deiner Laufbahn. Jetzt bist du aber noch mitten in der Blüte. Ich glaube, heute war gerade die Maus in Lutner bei dir unter dem Messer oder gestern, wenn ich richtig informiert bin. Und in dieser Stadt, also da ist ja nichts geheim. Das heißt, du bist der Chirurg der Reichen und Schönen, aber auch mittlerweile schon fast jeder Wienerin, wenn es so weitergeht. Warum schreibst du jetzt dieses Buch? Weil mir einfach in letzter Zeit auffällt, in den letzten Jahren schon, dass viele, die zu mir kommen, viel mehr von mir wollen, außer einen schöneren Busen oder einen schöneren Körper. Die wollen einfach glücklich werden, die wollen ihr Leben verändern. Und ich höre das immer wieder, egal, ich möchte einfach wieder einen Freund haben oder ich möchte einfach wieder glücklich sein. Und ich habe das Gefühl, dass das oft nicht funktioniert. Das sind die Leute, die dann rausgehen, der Busen passt, der Bauch passt, alles passt, aber glücklich sind sie immer noch nicht. Und das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Das heißt, du bist ein Schönheitsoperateur, aber kein Therapeut. So kann man sagen, ja. Bis zu einem gewissen Grad auch Therapeut, aber... Und schon gar kein Zauberer. Aber kein Zauberer, genau. Und deshalb hast du dieses Buch geschrieben und schreibst dort, ich nehme an, es sind ungefähr 10 Einzelfälle, an denen du eigentlich sozusagen... Ja, an denen Beispiele einfach aufzeige aus der Praxis, genau. Und aus der Praxis zeigt sich halt, dass viele Patienten, nicht alle, es gibt viele, die auch zufrieden sind, die bei mir sind und wo ich auch zufrieden bin, wenn sie wieder rausgehen, aber es gibt auch immer wieder Leute, wo ich das Gefühl habe, die will ich nicht operieren oder die hätte ich nicht operieren sollen. Das ist viel bitterer, wenn ich einfach hinten auch drauf komme, dass die ganz was anderes von mir erwartet haben, außer eine körperliche Veränderung, wenn du so willst. Du hast ja ganz naiv eigentlich mit den Schönheits-OPs begonnen, ganz euphorisch, ganz naiv. Ja. Du wolltest einfach den Damen zunächst einmal einen schöneren Busen verpassen, dann kam relativ bald die Nase dran, dann wurde Botox gespritzt. Wo hältst du denn derzeit? Naja, ich meine, das Schönheitschirurgie ist nicht so groß. Das sind Botox, Busen, Fettabsaugung, Facelift, immer mehr. Je älter ich werde, desto älter werden meine Patienten und desto mehr. Wandere vom Busen zum Gesicht. Aber es sind immer dieselben Verdächtigen, wenn du so willst. Aber um das geht es auch nicht, was operiert wird, sondern wer operiert wird. Das ist das, was mir zunehmend Gedanken bereitet. Dann sag das gleich. Wer wird operiert? Was sind die Leute Gedanken, operiert die du werden, dabei hast? Ja, und was sind die Gedanken, die die Leute dabei haben? Die Motivationen, die Erwartungshaltungen, das ist das Wesentliche, was für uns Plastik immer schon ein Thema war. Aber zunehmend, entweder bin ich sensibler geworden, sicher waren oder irgendwann. Nach 15.000 Operationen verstehe ich das. Ja. Oder man hat einfach aber oft sag, zunehmend Gefühl, hast du welches Gefühl? Dass die Leute einfach Glück, Schönheit ist Erfolg, Schönheit ist Beziehung, Schönheit ist Partnerschaft, dass sie einfach das schöner werden, damit assoziieren, dass sie auch glücklicher werden und dass alles wieder besser wird. Und das ist oft nicht so. Und das ist das, warum ich das Buch geschrieben habe, dass man sich einfach, bevor man zu mir kommt, überlegt, warum komme ich zu mir? Möchte ich einfach einen schönen Busen oder möchte ich denn, egal, irgendwas haben, was mich schon länger gestört hat, völlig in Ordnung. Komme ich zu mir, weil ich glücklich werden möchte,
dann bin ich wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner. Das Buch beginnt gleich mit so einer Story, mit einer angeblichen Birgit Schwarz, ich nehme an, das ist ein erfundener Name, ja, ein gefakter Name, ja, die sich bei dir den Busen operieren lassen wollte. Das ist ja nach wie vor die wahrscheinlich öfteste, meistgesuchte ist die Operation. Busen, Fettabsaugen sind die häufigsten Operationen, Botox die häufigsten nicht-operativen Sachen. Und du schreibst da drin, warum lassen sich Frauen einen Busen operieren? Unterschiedlich. Frauen lassen sich operieren, weil sie entweder, sage ich mal, Aufmerksamkeit bekommen wollen. Das sind meistens die Jüngeren, die sich dadurch erhoffen, dass sie in ihrem Freundeskreis ein bisschen besser dastehen, dass sie, ist auch ein Statussymbol heute schon. Oder Leute lassen sich am Busen operieren, weil sie eben nicht auffallen wollen, weil sie sich genieren und nicht einmal für ihren eigenen Mann ausziehen. Und das sind unterschiedliche Typen und dementsprechend auch unterschiedlich zufrieden oder nicht zufrieden. Du machst Busen größer, du machst Busen auch kleiner. Kleiner, nehme ich an, auf, im Regelfall machst du sie größer, oder? Naja, beides, ca. 50-50. Und was wünschen sich die Frauen für eine Busen-OP? Machst du den Busen schöner oder bringst du den auf XL, auf 3x D, DDD oder was machst du da? Nein, die meisten wünschen sich schon eine relativ normale Größe. Ich selber. Was ist die Größe, die sich Frauen wünschen? Ja, so B, C rein irgendwo. Nur B oder C, gar nicht mehr. Also, es kommen Frauen, die Busen A haben und die wünschen sich B oder C. Genau, genau. Es kommen wenig Frauen, die wünschen sich DD. Die kommen zumindest nicht von mir oder zu mir. Würdest du das machen, wenn eine Frau zu dir kommt? Nicht so gerne. Und sagt, ich will jetzt Doppel-D haben und habe aber nur B? Ja, nein. Erstens geht es nicht immer und zweitens gefällt es mir auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Was würdest du der Dame sagen? Das ist nicht meins. Ich sage einfach, mache ich nicht oder geht nicht. Und warum sagst du, mache ich nicht? Wenn sie sagt, aber Herr Doktor, bin jetzt extra da. Naja, aber ich muss ja nicht alles machen, es können immer zwei dazu. Du machst das nicht, warum? Ja, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es nicht zu ihr passt oder dass das völlig übertrieben ist und dass sie auch nicht lange glücklich sein wird damit. Das ist ja die Frage, warum will man so einen riesengroßen Busen haben und zu den wenigsten passt das. Es gibt schon einige, zu denen passt es, aber das sind eher die wenigeren. Also du bist nicht der Schönheitschirurg, der extra große Doppel-D-Busen machen will. Wie ja manche deiner Berufskollegen. Da gibt es ja solche. Gibt es solche, die das aber tun. Das ist vor allem nicht in Berlin, mein Ruf. In Deutschland. Ja, auch in Österreich gibt es ja, aber das ist nicht mein Ruf. Also der übergroße XX-Large, das bin ich nicht. Nein. Weil du das einfach für abwegig hältst. Nicht für abwegig, aber mir gefällt es nicht. Und wie gesagt, ich muss mich auch irgendwie einbringen und dazu stehen zu dem, was ich mache. Und wenn das nicht möglich ist oder wenn ich einfach das Gefühl habe, das passt nicht oder das ist ein verrückter Wunsch, dann mache ich es nicht. Du beschreibst diese Geschichte der Birgit Schwarz, Erfolgsfrau, attraktiv, trotzdem will sie sich von dir den Bus machen lassen. Was steckt da dahinter, hinter dieser Birgit Schwarz? Was ist das für eine Story? Birgit Schwarz ist ein Klassiker, wo eine Krise dahinter steckt. Wir sagen immer, die Leute kommen zu uns, weil sie, oder zu mir, wenn du so willst, weil sie eine Körperbildstörung haben. Sie sind mit sich selbst nicht zufrieden. Das ist ja kein Dauerzustand. Und die Birgit Schwarz war jemand, die selbstbewusst war und eine richtig starke Frau war, so Frauen, vor denen wir uns fast ein bisschen fürchten normalerweise. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist sie nicht. Das passt nicht zu ihr, dass sie mit sich selbst unzufrieden ist. Und das hat sich herausgestellt, sie ist in einer Trennung. Ihre Freundin ist mit ihrem besten Freund und Klassiker. Und aus dieser Situation heraus ist sie einfach verunsichert gewesen und hat an sich selbst gezweifelt. Und wie das wieder vorbei war und sie wieder einen Partner gehabt hat, hat sie kein Interesse mehr gehabt, ihren Körper zu verändern. Bis heute nicht. Ich habe heute noch Kontakt mit also ihr. Also das war eine Frau, bei der du die Beauty-OP nicht durchgeführt hast? Nicht gemacht, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist nicht die richtige Zeit und ich glaube nicht, überlegt er das einfach noch einmal. Das war meine Worte. Busen-OPs sind der Großteil deines Geschäfts? Nein. Es sind, wie gesagt, so wie... Wie würdest Busen, du das prozentuell ungefähr sagen? Busen ist... Häufig, sehr häufig, vielleicht ein Drittel und der Rest teilt sich halt auf andere Sachen auf. Nasen-OP? Nasen-OP sind jetzt nicht so häufig, aber ganz speziell, weil die Patienten nicht immer sehr einfach sind. Gesichtsoperationen zunehmend, Straffungen, Lider, Fettabsaugung. Warum sind Nasen-OP-Patientinnen nicht einfach? Auch das beschreibst du ja da drin? Erstens, weil es mitten im Gesicht ist und wenn man sich tagtäglich und minütlich damit beschäftigen kann, wenn man will. Und wenn man sich sehr lange mit dem beschäftigt. Das ist dann auch ein Busen oder Körper versteckt man halt. Vor sich selbst und vor anderen Gesicht kann man nicht verstecken. Und besonders die Nase, das sind oft Patienten, die so überlagert sind und so viel hineinprojizieren in diese Nase, ihre gesamte Lebenssituation, dass sie halt immer wieder was finden werden, vielleicht an der Nase, wenn sie nachher halt immer noch ein bisschen erzähl uns bitte ein, zwei, drei dieser Frauengeschichten, die du im Buch hast, die deiner Meinung nach besonders symptomatisch sind für deinen Beruf. Ja, typisch ist eben die Frau, die gekommen ist in einer, diese Birgit genannt, Birgit oder Brigitte, weiß ich nicht, Schwarz,
Die erste, ne? Ja, die haben wir schon geredet. Erste, ja. Andere sind, die Birgit Schwarz. Ja, was häufig auch sind, sind Leute, die einfach psychisch sehr auffällig sind. Die, wo ich das Gefühl habe, schon wenn sie reinkommen, da stimmt irgendwas nicht bei der. Die sind irgendwie angespannt oder die sind überladen, einfach psychisch überladen. Also jeder, der mir das Gefühl gibt, dass er irgendwo in einer ein bisschen nicht ganz sicher ist und einfach in einer, vielleicht ein bisschen psychisch überlagert ist, nennen wir das, der macht mich schon nervös. Und dann zeigt sich halt alle Facetten dieser Persönlichkeit. Das können Narzissten sein, das können manisch-depressive sein, Borderliner sein, sehr häufig auch. In einer Ordination, in einer plastisch-chirurgischen Ordination gibt es mehr auffallende Leute wie auf der Straße. Eigentlich eine psychotherapeutische Anstalt, könnte man fast sagen. Bis zu einem gewissen, also sicher mehr als in einer Normalbevölkerung, ja. Jetzt schreibst du da drinnen ja auch sehr offen und eigentlich sehr brutal, dass du den Eindruck hast oder dass du sogar weißt, dass Schönheits-OPs süchtig machen und dass dich das immer mehr beschäftigt, dass immer mehr Frauen deiner Meinung nach nach Beauty-OPs süchtig werden. Wenn die eine machen, dann machen sie eine zweite, dann kommt die dritte, dann die vierte und dann kommt der Wahnsinn kaum noch mit dem Operieren nach. Ja, schon. Die immer wieder kommen und nie zufrieden sind, das sind Leute, bei denen es nicht um den Körper geht, sondern um was anderes. Und das sind genau die Leute, die sich von der Operation irgendwas erwarten, was halt nicht eingetreten ist. Und dann machen sie das Nächste, die Lippe immer größer, weil sie halt glauben, irgendwann einmal tritt das ein, was sie sich erhoffen. Das ist aber nicht das Körperliche, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Und genau um das geht es im Buch. Wenn du erwartest, dass sich irgendwas im Leben ändern wird, was durch die Operation, was nicht eintritt, was ist das Nächste? Du machst die nächste Operation. Also da geht es nicht um die Sucht der körperlichen Veränderung, sondern um die Sucht, dass das eintritt, was man sich eigentlich von dem Eingriff erwartet hat. Bis zu wie viele Operationen haben da manche Frauen? Du schreibst das ja da drin. Ja, 5, 6, 7, 8, da gibt es... Also bis zu 8 Operationen finden das statt. Das sind ja meistens auch Hopper, die gehen von Chirurgen zu Chirurgen. Und wenn du heute jemanden hast, der reinkommt und wo du siehst, der hat schon 5 Voroperationen bei 5 verschiedenen Operateuren gehabt, dann wirst du eher versuchen, den abzulehnen. Und dann bist du der 6. Also du bist eigentlich nach diesen 15.000 Operationen vom Saulus zum Paulus geworden. Du bist ein Rufer, ein Mahner in der Branche und ein bisschen nachdenklich zumindest. Ja, manche sagen sogar Nestbeschmutzer. Das ist nicht der Fall. Ich weiß, dass dir das auf der Zunge gelegen ist wahrscheinlich. Nein. Nicht? Ich mir gedacht, Mahner. Das ist was anderes als Nestbeschmutzer. Ich sehe das weniger. Aber ich sage immer, ich habe lieber 50% weniger Patienten und die sind in Ordnung und ich habe Freude und die haben Freude, als wir über pumpvolle Orle und die Hälfte der Patienten. Mit denen habe ich Probleme oder die haben mit mir Probleme. Also es ist jeder Schönheitschirurg, wenn du so willst, auch ganz gut beraten, wenn er nicht jeden operiert, sondern sich die Leute aussucht und vielleicht kommen halt ein bisschen weniger Leute. Aber du bist nachdenklich geworden und aus deinem Buch kann man ja ein bisschen zwischen den Zeilen herauslenken, da denkt ein Schönheitschirurg auch darüber nach, was haben wir eigentlich angerichtet mit diesem Beauty-Wahn? Ja. Gerade was ich denke darüber nach, wenn ich durch meine Medienauftritte, durch meine Fernsehsachen, die ja alle nur Aufklärung sind, das ist natürlich Werbung und das ist bis zu einem gewissen Grad natürlich auch ein Wecken der Wünsche, aber das sind andere Dinge auch, die ganze Selfie-Generation, das Internet, alles, was halt aufs Äußere mittlerweile beschränkt ist. Mein Bub ist 14, der sagt mir gestern, Papa, ich habe 1500 Freunde. So viele habe ich nicht. Ich wohne auf Instagram. Also was sieht er dort, wie die ausschauen und was sie für einen blöden Spruch posten. Und das sind die Freunde. Und je mehr man halt nur noch auf das Äußere beschränkt ist, desto mehr beschäftigt man sich mit sich. Und wenn man sich mit sich beschäftigt, findet man was, was einen unglücklich macht. Das ist das schon heißt, ein bisschen der Zeitgeist. Du sagst, wir Schönheitschirurgen sind eigentlich schuld, dass man den Zeitgeist in eine falsche Richtung gelenkt hat. Den Zeitgeist haben wir nicht, aber wir sind sicher nicht ganz unschuldig daran. Keine Frage. Warum? Getrieben. Ja. Das heißt, es war eine falsche Entwicklung, deiner Meinung nach. Kann ich nicht sagen, dieser Schönheits-OP-Boom war falsch. Der Schönheits-Boom ist ein Zeitgeist einfach. Wir als Ärzte laufen mit dem Zeitgeist. Ich glaube nicht, dass wir ihn gemacht haben, aber wir laufen mit und wir bremsen ihn nicht. Das sind die ersten leichten Bremser, wenn man sich solche Gedanken macht und das auch publiziert. Du wirst aber weitermachen. Aber ich will ja, es gibt ja genug Leute, die zufrieden sein. Auch das sind ja nicht alle unzufrieden, aber ich will zunehmend weniger Trabes in meiner Ordination. Und ich freue mich, wenn die Leute alle rausgehen und zufrieden sein. Und dazu gehören zwei, der hat aufpasst, wenn er operiert und dass vielleicht halt nicht jeder kommt.
und sage, zum Wahrsagen komme ich nur, wenn ich wirklich weiß, was ich will und wenn ich mir das überlegt habe. Aber zum Wahrsagen komme ich nicht, weil ich einfach glücklich sein möchte oder ich möchte, dass mein Partner wieder zu mir zurückkommt. Welche Schönheitsoperationen sind sinnvoll, deiner Meinung nach? Jede ist sinnvoll, wenn sie klug überlegt ist und wenn sie realistische Erwartungen nach sich zieht, ist jede sinnvoll. Ist eine Nasenkorrektur sinnvoll? Sicher ist sinnvoll. Wenn das überlegt ist und das glückliche, jede ist sinnvoll. Es gibt nicht sinnvolle Operationen. Ist eine Brustvergrößerung von A auf C sinnvoll? Auch sinnvoll. Wenn es dich glücklich macht, wenn du zufrieden bist, ist es sinnvoll. Wenn sie nicht glücklich macht, weil du irgendwas anderes erwartet, dann ist es sinnlos. Die Operation ist nicht der Schuldige, sondern... Und das Verhältnis zwischen sinnvoll und sinnlos würdest du wie beschreiben, wenn man das da liest, 1:3? Ungefähr ein Viertel sinnvoll, drei Viertel sinnlos. Ja, das ist 50-50, würde ich sagen. 50-50, im Publikum ist es ein bisschen anders, ja, aber du würdest sagen 50-50. Also 50% sind sinnvoll, aber 50% sind zu viel, deiner Meinung nach. Zumindest überlegenswert, ob sinnvoll gewesen ist, ja. Und würdest du sagen, wir sollen zurückschrauben mit diesem Beauty-Boom, mit diesem OP-Boom, ja, den wir haben? Ja, ich glaube, dass sich das von selbst regulieren wird. Ich denke, dass wir schon langsam eine Spitze erreicht haben. Ja, und irgendwann einmal, wenn die Sorgen andere Sorgen werden, die Menschen haben und nicht mehr das Äußere, dann wird sich das automatisch zurückschrauben. Weil die Beschäftigung mit sich macht man ja nur, wenn man sonst keine Probleme hat. Oder wenn ich ein anderes Problem habe, schaue ich mir nicht in den Spiegel den ganzen Tag. Und so wie die Zeit halt jetzt ist, ich sage immer so ein bisschen ein Tanz auf dem Vulkan. Wir wissen nicht, was morgen ist. Du weißt, was da alles zugeht, politisch in jeder Hinsicht. Dann wird man halt sagen, das Letzte, was ich noch investiere, ist in mich selber. Und was weiß ich, was morgen ist, ich tue mir halt was Gutes. Mhm. Aber wenn andere Probleme kommen, und die können kommen jetzt in unserer Gesellschaft, so wie sich das entwickelt, dann wird die Schönheitschirurgie automatisch zurückgehen, glauben wir das. Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen ein sterbendes Gewerbe. Weniger, aber es ist ein Zeichen, sage ich mal, der Dekadenz, in der wir momentan leben. Und was interessiert mich das morgen? Das ist schon ein bisschen der Fall. Ja. Also ein Schönheitschirurg wird selbstkritisch. Sollten alles sein. Hast du Schaden angerichtet? Ich habe sicher manchmal Schaden angerichtet, keine Frage. Ja. Aber das ist mir sicher am Kopf gefallen. Weil die Patienten eigentlich nach deiner Regel hast du, wenn du 20.000 Operationen gemacht hast, bei 10.000 Schaden angerichtet. Ja, so ist es nicht. So ist es nicht, aber ich habe sicher einige Patienten, und das waren nicht wenige, wo ich hinten auch gesagt, hätte ich nicht operieren sollen. Keine Frage. Und wenn du jetzt noch einmal jung wärst, noch einmal 25, 30, würdest du noch einmal Schönheitschirurg werden? Ja, das ist schwer, die Frage im Fernsehen zu beantworten. Jetzt schade mal wirklich selber, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch einmal werden würde. Ich würde Chirurg werden. Das macht mir viel Spaß, aber noch einmal die Schönheitschirurgie anstreben würde, bin mir nicht ganz sicher. Weil dir dieser Tanz der Eitelkeiten zu viel geworden ist? Nicht nur das, aber weil der Weg, bis du so weit kommst, wo ich heute bin, dass du wirklich überlegst, dass du die Menschen abtastest, das ist ein langer Weg, das kann man nicht lernen. Und ob man den langen Weg mit den vielen Fehlern noch einmal geben möchte, das weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Und auch, weil du jetzt ein bisschen in die Psyche deiner Patientinnen hineinschauen vielleicht, kannst. Ja, vielleicht. Und dir das teilweise wehtut. Teilweise wehtut, genau. Das heißt, man leidet als Arzt da ein bisschen mit, als Schönheitschirurg ein bisschen mit. Ja, genau. Ja. Du nimmst ja die Emotionen auf auch, und wenn man zuhorcht und jemand ist vor dir, der unglücklich ist und unzufrieden ist, das nimmst du mit, keine Frage. Bist du morgen am Sonntag aktiv? Ja, bin aktiv. Das heißt, du operierst morgen wieder? Nein, morgen operiere ich. Morgen Ordination morgen. Ja, am Sonntag? Am Sonntag. Wie viele Operationen morgen? Ordination wenn man. Ordination. Und ja. Heute üblicherweise, heute wie viele Operationen? 8. Und die Mausi Lugner war da dabei heute? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, Wolfgang, nicht bitte. Aber die muss ja auch schon einiges getan haben bei dir, ne? Ja, ich muss sie fragen. Aber die schaut gut aus, finde ich. Aber die Stars und Sternchen, die operierst du gerne oder auch nicht? Ja, Stars und Sternchen sind die sich outen manchmal, aber operieren da primär andere Leute, die outen sich nicht. Gut. Arthur, jetzt werden wir mal drüber diskutieren, über dein Buch und über diese doch sehr mutigen und sehr einfühlsamen Thesen, die du da vorgetragen hast. Ja. Ich finde, du bist überhaupt kein Nestbeschmutzer, du bist ein Planer und du bist ein Denker. Und das finde ich sehr, sehr schön, wenn das ein Schönheitschirurg ist, weil man darüber diskutieren kann. Und das tun wir jetzt gleich. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen ein paar dieser
Beauty-OP-Ladies hierher, ein paar, die das großartig finden, und ein paar wie die Maria Stern, die das entsetzlich finden. Und die sind gleich im Studio und diskutieren mit mir und dem Arthur Worsek über sein neues Buch, das da heißt, Deine Nase kann nichts dafür. Genau. Und das ist ja eigentlich das Motto, das du sozusagen dieser ganzen Diskussion gegeben hast. Die Nase kann nichts dafür, wenn man unglücklich ist. Genau. Ja, kurze Werbepause, danke, dann sind wir gleich zurück.